Hallo und herzlich willkommen zurück bei KSL Ultimate mit Karten, Maxion und meiner Klitzekleinigkeit. Und bevor ich es vergesse, oder ihr es vielleicht schon vergessen habt, wir hatten ja ein Thema. Da-da. Haupt-, Real-, Gymnasium-, Gesamtschule. In der Reihenfolge. Mischmasch. Ein bisschen hiervon. Genau, weil eigentlich wollte ich ja, ich weiß nicht, ob ich schon gefragt habe, fragen. Genau. Das hatte ich auch schon. Grundsätzliche Meinung zur strikten Trennung. Also sollte es lieber strikt getrennt sein, so Realschule für sich, Hauptschule für sich, man bleibt in dieser Stufe. Wenn man halt abkackt, hat man Pech und man schafft sogar den Abschluss vielleicht nicht mal. Oder alle gleich. Oder aber man entscheidet sich für eine Gesamtschule oder bevorzugt eine Gesamtschule, weil da, aus Erfahrung weiß ich, also ich hatte jetzt nicht so Probleme, aber einer, der als Hauptschüler eingestuft wurde, hat dadurch, dass er mal Aufgaben mitbekommen hat, die eigentlich gar nicht für Hauptschüler bestimmt waren, so eher Real-Gymnasium-Stufe, hat ihn aber so interessiert, dass er sich da reingehangen hat. Er hat sich dran aufgehängt. Genau. Richtig. Und dann war es auch mit der Karriere. Was? Cool. Nein. Moment, ich habe eine Trophäe gefunden. Doof. Jedenfalls hat er den nächsthöheren, also den Realschulabschluss geschafft, weil er einmal was gesehen hat, was er in der Hauptschule wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Aufgaben, die ihn interessiert haben plötzlich, er also in Mathematik aufgestiegen ist. Das ist eins der Hauptfächer, also hallo, das macht was er ja. Und so einen besseren Abschluss letztendlich geschafft hat. Also eine Chance bekommen hat, die er in einer reinen Hauptschule so vielleicht nicht bekommen hätte. Aha. Also, werter Herr Lehrer, was sagen Sie dazu? Richtig, wir wollten ja ursprünglich dich fragen, weil dich betrifft das ja... Ja, mittlerweile habe ich auch Fussel im Mund, ich brauche jetzt erstmal... Ne? dich betrifft das ja in erster Linie. Kaum muss Soda mal 2 Minuten reden, schon geht's noch. Ich bin doch so schüchtern. Oh... Was sind das eigentlich für eine... Wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Wieso gräbst du dich nicht direkt beim Portal runter? Ich schaue mich gerade noch so ein bisschen um, also weil ich mich gekriegt bin. Wo ist denn jetzt das Biome zum Plentyland? Ist es dort beim Portal direkt schon, oder? Ja, hier ist doch Magic Biome. Hier gibt's ja auch schon was. Achso, dann hätte ich mir das Portal vielleicht markieren sollen. Siehst du mich noch auf der Karte? Nö. Da. Okay. An dem Baum. Ja, jetzt grabe ich mich unterhalb des Baumes runter. Mal schauen. Da. Ja, gleich so direkt. Ja, nee, wenn du jetzt da bist, dann gehe ich woanders hin. Appetite kann man nicht erforschen. Doch. Aber nicht als Erz. Doch. Ich habe es vorhin erforscht. Das war schon Appetite, was ich da vorhin erforscht habe in der Wand. Ich glaube schon. Ich glaube, obwohl, nee, das ist ja... Hä, ich bin... Ist das Biomes und Plenty jetzt? Ich bin verwirrt. Das gehört noch zu Biomes und Plenty. Na klar, Magic Wood hast du doch nicht in Nilla. Nein. Ich meine jetzt dieser Berg hier. Wenn ich da jetzt hingehe, ist es dann Biomes und Plenty oder nicht? Musst du F3 drücken und gucken, welches Biom angezeigt wird. Magical Forest, Magical Forest, Highland. Highland ist auch Biomes und Plenty. Ist Biomes und Plenty. Oben wächst nämlich High Grass. Mhm. Dass ich gleich mal erforschen kann. Dann gehe ich jetzt hierher und grab mich da irgendwie den Berg. So, jetzt zu mir. Erstmal Pause. Weil ich, wir haben, ja, erstmal genau, Pause machen. Erstmal Pause machen, okay. Wie habt ihr das so schön gesagt? Ihr durft. Nee, wer durfte entscheiden? Ich durfte, also Berliner, ich bin nun mal in Berlin geboren, durften, was heißt entscheiden? Man hat eine Empfehlung vom Lehrer bekommen in der Grundschule, wo man am besten aufgehoben wäre. Die Eltern haben aber letzten Endes das letzte Wort. Das heißt, sie können die Entscheidung so, wie sie ist, annehmen oder aber sagen, nee, ich möchte sie vielleicht jetzt meine hauptschuleingestufte Tochter doch lieber zur Realschule schicken. Mhm. Das kann sie durchaus tun. Oder konnte. Wie gesagt, es ist ein paar, viele Jahre her. Okay. Grundschule, über 2 Jahrzehnte. Also auf jeden Fall 2 Jahrzehnte. Okay, es hat ja auch ein bisschen was mit dem Notendurchschnitt zu tun gehabt, wo man hingeschickt wurde. Richtig. Also bei mir war es so. Ja, ja. Damals, okay, weil der Unterschied zu Loxen dürfte jetzt auch nicht so riesig sein.
Bei mir war es so, meine Lehrerin hat mich damals empfohlen eben fürs Gymnasium. Meine Mutter war sich da eher unsicher, das kann ich jetzt mal so sagen, weil sie hatte, ich sage jetzt mal nur in Klammern, in Anführungszeichen so, Realschulabschluss. Und ich im Prinzip hing dann die Entscheidung dann an mir und ich habe mich dann fürs Gymnasium entschieden. Also du durftest auch schon wählen? Ja, ich durfte wählen, ich habe mich fürs Gymnasium entschieden. Ich habe das total irgendwie unabhängig von Freunden gemacht, weil wäre ich nach Freunden gegangen, wäre ich nicht aufs Gymnasium gelandet. Ich habe das total unabhängig davon gemacht. Ich weiß nicht mal, wieso eigentlich. Komisch. Aber jetzt mal so, ich liebe ja halt die Gesamtschulen, ich finde das einfach super. Wenn es eine in deiner Nähe so gegeben wäre und das Angebot toll gewesen wäre, hättest du dich vielleicht sogar für die entschieden? Oder ganz strikt, so ganz klar, reines Gymnasium? Wegen Elite und so. Also das war mir damals, ich weiß gar nicht, warum ich mich genau für Gymnasium entschieden habe. Nee, ich glaube, das war einfach, glaube ich, wegen der Empfehlung von der Lehrerin. Verdammt. Weil hätte sie mich, glaube ich, in der Gesamtschule empfohlen, hätte ich wahrscheinlich das gemacht. Huh! Gravel. Aber Gesamtschule gibt es ja hier in Bayern nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ach, nicht? Nicht mal? Okay, nein, das wusste ich nämlich auch nicht. Ich glaube es jetzt nicht. Aber, weil ich finde das Konzept der Gesamtschulen halt, wie gesagt, echt super. Auch wird da viel mehr gemacht. Also es gibt auch mehr Nebenangebote. Weil viele Gesamtschulen fast auch schon so was wie Ganztagsschulen sind. Klar, um halt die, die aufsteigen wollen, in andere Kurse. Es gibt natürlich dann auch in den Grundkursen, Englisch, Deutsch, Mathe und sowas, geteilte Kurse, wo man aber halt wechseln kann. Das ist völlig unabhängig. Ja, das kann man auch innerhalb eines Halbjahres vom Grundkurs in den aufgestiegenen Kurs, quasi Realschule, Gymnasium, sowas. Daher hat er ja die Aufgaben gesehen. Er war im Grundkurs und einer aus dem oberem Kurs hat ihm da mal ein paar Aufgaben gezeigt. Okay. Und das fand er total toll. Ja, wie gesagt, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Es wird auch bei uns jetzt, in Vorlesungen eigentlich nicht so wirklich besprochen, Gesamtschule. Meist so kurz angerissen, aber hauptsächlich haben halt dieses gegliederte Schulsystem eben mit Hauptreal und... Was lernst du eigentlich? Sag mal so, das, was für mich... Okay, nein. Stimmt auch nicht. Ich wollte sagen, das, was für mich eigentlich später wichtig sein wird, aber das muss ich jetzt doch dann gleich wieder revidieren, diese Aussage. Weil ich auch vieles mitkriege, was jetzt nicht direkt wichtig ist für mich später. Moment, kann ich das eigentlich forschen? Moment. Wirklich nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Dinge. Ich wollte jetzt einen Übergang machen. Den habe ich mir jetzt gerade selber versaut, indem ich jetzt das erforschen musste. Was nicht geklappt hat. Huch. Gott, das hat mich jetzt um mich erschreckt. Genau. Die Unterteilung. Was natürlich ein Vorteil ist an dem gegliederten Schulsystem, Hauptreal Gymnasium, das sage ich schon wieder, ist halt, dass du diese Leistungsdifferenzierung hast. Das kann man auch sehen, wie man will. Das wurde hat es ja auch schön angesprochen, dass eben der eine sich dann angestrengt hat, weil er eben diesen Anspruch auf einmal für sich entdeckt hat. Genau. Wie gesagt, weil viele sind auch erst Spätstarter. Nee, wie nennt man das? Spätstarter? Spätzünder. Spätzünder. Spätzünder, danke. Frühstarter, Spätzünder, so rum. Danke. Die dann erst wirklich später merken, was sie dann für Qualitäten haben. Und für den war das dann... Oder halt das Interesse auch. Oder so, ja. Die checken halt in der Grundschule noch nicht. Oder entscheiden sich, wie Lok zum Beispiel, für die Freunde und was weiß ich. Du hättest wahrscheinlich auch... Was hast du jetzt gemacht? Hauptschulanschluss, oder? Mhm. Ja, genau. Hätte wahrscheinlich auch einen guten Realschulabschluss machen können. Weiß ja nicht. Das weiß man ja nicht. Du hast dich halt für Hauptschule entschieden. Habe ich jetzt zweimal Hauptschule gesagt? Ja. Ich bin gerade total verwirrt. Du sagst sehr oft Hauptschule. Ich meinte Realschulabschluss. So. Ich hoffe, das hast du schon richtig gesagt. Ach, das habe ich richtig gesagt. Ah, gut. Gut, ich dachte, ich habe gerade Hauptschulabschluss gesagt und war jetzt dann verwirrt, weil ich mir nicht mehr sicher war. Hast du Hauptschule, ey? Hast du Hauptschule? Genau. Was ich auch oft mitkriege, also zum Beispiel eine Mathelehrerin von mir, die hat... Huch, Creeper, Kusch. Schnauze da draußen. Ich rede hier. So. die hat, was ich auch erst recht spät erfahren habe, die war erst gar nicht auf dem Gymnasium, weil die hat erst Realschule durchgemacht, dann ist sie auf die FOS gegangen und dann hat sie erst zum Studieren angefangen. Was ich auch immer sehr respektabel finde, dass man sich diesen Weg selber noch durchbahnt. Was ich auch im gegliederten Schulsystem, wenn man sich wirklich anstrengt, sehr löblich finde, dass man doch noch irgendwie zum Beispiel zum Studium kommen kann, selbst wenn man mit der Hauptschule angefangen hat.
Das schon, was aber halt natürlich Wechsel zur Folge hat. Also, dass richtig, du dann ist halt durch Umwege gekoppelt, also an Umwege gekoppelt. Also es, ich sage es immer so, es ist viel schwieriger. Ja, das weil ist ja. Bei mir war das Problem, ich wollte ja eigentlich, mein Berufswunsch war der IT-Bereich. Ich wollte echt? Eigentlich irgendwas mit Computern machen, ha, wer hätte es gedacht. Und echt? Heute machst du Let's Play. Hatte auch schon so ins Auge gefasst, ja, dann, mein Gott, ich war auf der Hauptschule, das war nicht mehr zu ändern. Bums. So. Und ich habe mir dann rausgepickt, über Umwege irgendwie hinzukommen. Aber das Problem war einfach, dass ich einen, sagen wir mal, relativ schlechten Hauptschulabschluss gemacht habe. Wie 2/3 meiner Jahrgangsstufe. Und dann war das Thema eigentlich auch schon wieder vom Tisch, weil die lassen dich ohne mittlere Reife noch nicht mal vorsprechen. Hast du keine Chance. Ich habe es versucht. Wenn du jetzt sagst, hey, ich würde gerne da mal... Du nein. Kriegst noch nicht mal, du kriegst noch nicht mal ein Praktikum. Einfach nein. Das ist genau, einfach nein. Die gucken sich da... Hallo, Andy, ist gut? Boah. Meine Fresse, es regnet doch gar nicht. Du kriegst da gar keine Chance. Und das finde ich sehr schade. Das finde ich sehr schade, weil ich habe zum Beispiel in meinen Bewerbungen auch viel eingefügt. Ich habe ja früher angefangen, selbst eine Homepage zu basteln oder an Spielen zu basteln. Zum Beispiel hatte ich mal einen eigenen Mu-Online-Server, den ich mir praktisch lokal auf meinem PC damals zusammengebastelt habe. Und habe das so ein bisschen als Referenzen eingefügt und habe gehofft, dass das... mit gewertet wird, also dass man sieht, hey, der hat Interesse, der beschäftigt sich damit, der kennt sich vielleicht sogar schon ein bisschen aus, hat schon Erfahrung und ja, da können okay. Wir doch mal gucken, aber nee, keine Chance, ist nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, ist es auch. Was heißt ein bisschen schade? Ich finde das scheiße, ganz ehrlich, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne in die Schule gegangen ist. Ganz und gar nicht. Ja, wir hatten das Thema auch schon mal. Ja. Aus Gründen, weil ist so. Und sagen wir so, hätte ich irgendwo einen Praktikumsplatz gekriegt oder so, dann hätte ich mich bestimmt so angestrengt, dass ich den gezeigt habe, hey, ich habe was drauf. Ich habe schon ein bisschen Ahnung von dem, was ich mal machen will. Und hätte mich da bestimmt durchgeboxt. Klar wär's ein bisschen heftig gewesen, weil du ja nicht den Wissensstand hast, den du mitbringen sollst, der empfohlen wäre. Was jetzt zum Beispiel auch das Mathematische angeht oder so. Scheiße, jetzt hab ich mal da Papier fällt mir aber noch was ein, genau. Weil ja hier in Bayern die Grundschule bereits nach der 4. Klasse endet, müssen sich die Kinder hier quasi eigentlich noch früher entscheiden. Richtig, und das ist sehr schwer, finde ich. Ja, ich meine, in der 6. Klasse, da hat man schon ein bisschen was gesehen, mitbekommen, Vater, Mutter, Bekannte oder sonst was. So, das könnte mich interessieren oder da will ich drauf hin arbeiten. Aber so in der 4. Klasse schon entscheiden, ist schon happig. Also eigentlich quasi in den meisten Fällen treffen wahrscheinlich die Eltern die Entscheidung. Punkt. Ja. Und ob die wirklich wissen, was ihre Kinder wollen, das ist. Ja, das wissen ja die Kinder noch selber nicht, das ist doch das Problem. Meiner Meinung nach. Ja. Aber ich habe ja viele Meinungen. Ganz viele. Ja, ist ja auch so. Was wirst du vom 10-Jährigen erwarten oder der 10-Jährigen? Soll ich schon die Welt verstehen? Lustigerweise hatten wir so eine ähnliche Diskussion, weil, wie gesagt, du hast ja vorhin angesprochen, beziehungsweise in der letzten Folge wahrscheinlich eher, eben, da ist in Bayern gerade die Diskussion wieder, ist, ob wir jetzt wieder ein G9 einführen, weil... Hm. Für die, die es nicht wissen, Bayern hat ja ziemlich lange ein G9 gehabt. Ich war selber im G9, weil für mich war es die perfekte Wahl, ehrlich gesagt. Und dann hat man das G8 eingeführt. Lustigerweise hat meine Schwester das G8 gemacht und das war eigentlich für sie die perfekte Wahl. Das kann ich ja später noch erzählen, warum und wieso. Und jetzt ist halt wieder die Frage, ob man eben dieses G9 wieder zurück einführt oder mit einführt. Und es war die Frage. Die Abstimmung ist ja schon wieder leider vom Tisch. Ist ja schon wieder vorbei. Ach ja, stimmt, ist ja schon wieder. Es war ja leider während der EM-Phase. Da hat da irgendwie keiner Bock zu das wählen. Das sind immer die geilsten Sachen, weißt du? Die legen so einen Scheiß, dann
Das finde ich echt so toll. Ich glaube, das waren unter 3% oder so, die teilgenommen haben, aber 10% hätten es halt gebraucht. Ja. Sehr genial. Ja, auf jeden Fall, was sagen wollte, genau, das hätte man ja am Anfang der 5. Klasse demnach entscheiden müssen, also sprich Ende 4. Klasse. Erstmal muss er sich entscheiden, gehe ich Hauptreal Gymnasium und dann, wenn ich für Gymnasium entscheide, muss jetzt auch noch entscheiden, wähle ich jetzt G8 oder G9? Woher will man wissen, was da für einen gut ist? Weil ich und meine Schwester haben es so verglichen, für mich war G9 besser, weil man eben dieses Leistungskurssystem hatte, wo ich halt zwei Fächer hatte, wo ich mich darauf spezialisiert habe, so eben bei mir Mathe und Physik, was ich auch studiere. Und es war einfach für mich perfekt, weil ich hatte eben solche Fächer, meine Schwester hatte das eben nicht. Und im G8 ist es so ein bisschen allgemeiner gehalten, sage ich jetzt mal. Erstens das, aber zweitens finde ich, hat ja auch G9 den Vorteil, du hast mehr Zeit. Für allem, also zum Lernen, ja, aber du hast auch deine Freizeit noch, während die G8-Methode ja schon an Leistungsdruck grenzt, so zumindest habe ich das gehört. Ich war nie auf dem Gymnasium. Da wollte ich auch nie hin. Ich hätte gekonnt, gedurft, aber keinen Bock gehabt. Aber nicht gewollt. Einfach nicht gedurft, gewollt. Nicht gewollt. Kann es sein, dass es im E-System schon wieder voll ist? Ja. Warte. Weil hier nicht alles reingeht, was ich hier reinschmeiße. Ja, ist voll. Warte, ich hol mal das Erz raus. Übrigens, wir können die alten Speicher wieder verwenden und zu größeren machen. Ach ja? Das geht? Ja. Habe ich bei mir im Industrial Craft schon gemacht. Habt die 1K schon auseinandergebaut und versucht gerade 64K daraus zu machen, aber mir fehlen auch die Ressourcen. Okay. Könnte ich bitte Fackeln bekommen? Du möchtest Fäckelchen haben? Ja, bitte. Sonst komme ich hier nie weiter. Bin gerade so schön dabei. Bitte schön. Während des Meinens Themen anreißen, ist wirklich praktisch, ja. Ja, deswegen bin ich auch meinen gegangen, weil die Konzentration nicht ganz so flöten gegangen. Ich kann beides. Ja, du Vibe, wir wissen's. Dachte ich auch. Ach, ganz schön. Wo waren wir denn gerade? Was sagt der Timer, wenn wir schon gerade... okay. Haben wir noch Zeit. Ja. Wo waren wir denn gerade so schön? Ja, du hast dich halt, oder beziehungsweise du musstest dich entscheiden, welchen du nimmst. Jo. Es ist ja so, wie viele Jahre Schulpflicht haben wir? 12 Jahre, gell? Was? 10. Schulpflicht sind es 10. Pflicht. Bis zum 16. Lebensjahr. Hast du das Pflicht. Sind nur 10. Das mit dem Lebensjahr stimmt aber nicht. Nicht? Nein. Weil ich glaube, die Schulpflicht... Weil es war nämlich sie so. Sie umreißt auf jeden Fall 10 Jahre. Ich habe 9 Jahre Schule gehabt. So. Und dann musste ich noch ein Jahr in die Schule. Ich habe nicht direkt, nachdem ich aus der Schule bin, mit der Ausbildung angefangen, sondern hatte so ein berufsvorbereitendes Jahr. Also praktisch so ein Wartebankjahr für alle Deppen, die nichts abgekriegt haben. Und das musst du dich aber selber schließen. Da musste ich in die Schule. Da musste ich Berufsschule machen. Stimmt, weil Schulpflicht. Ja, stimmt. Und da war ich... wie alt war ich denn da? Naja, 16, 17. Ich wurde mit 7 eingeschult. 11. Also von 16 ja, bis 17. Ja, genau, klar. Logischerweise. Ja, okay, dann sind wir doch 10 Jahre Schulpflicht. Okay. Ich glaube, die Schulpflicht gilt bis 21. Wett. Nee. Ja, wenn ich mich nicht... Nein, einfach nein. Nein, da bin ich dagegen. Hast du dann noch, musstest mit 16 da, okay, das lasse ich mir noch eingehen, weil 9.10. Klasse sozusagen, aber genau. Bis 21, Schulpflicht... Da sind die meisten mit der Ausbildung fertig. Oh, ja, sagen. Klar. Nein, die Schulpflicht musst du bis 21 abgeleistet haben, aber Jahre, so, die du haben musst, sind 10. Dann erklär dich auch besser. Was anderes. Bis 21, ja, dann ist es... Stimmt, ich hatte damals in der Gesamtschule auch ein paar, die waren schon längst volljährig. Und dann war es nämlich so, wenn du die Schulpflicht durchhattest, dann durftest du in der Berufsschule die normalen Fächer rausnehmen, wie Deutsch, Mathe, Sozialkunde, Religion... Sport
Also halt alles, was nicht fachspezifisch war. Mhm. Ja, ist klar. Die durftest du dann rausnehmen. Oh, Bedrock. Ich fand es ja immer noch lustig, dass ich in der Oberstufe, da wir in Bayern sind, musste ich Religion belegen. Oh Gott, ey. Das kann man anscheinend in anderen Bundesländern abwählen. Oder konnte man. Ich weiß nicht, wie man es jetzt sieht. Aber das schöne ja, Bayern braucht zum Beispiel in Berlin gab es als Aufzweig Ethik. Ja, okay, das gab es bei uns kritisch auch. Aber ja, ja, bei uns das musste auch. Man halt trotzdem belegen. Ich denke, Ethik hätte man dann auch abwählen können. Nee, abwählen ging gar nicht. Okay. Es muss, eins der beiden Fächer musste belegt sein. Okay. Also in der Zeit einfach frei haben, ist es zwar nicht. Ja. Wie kommen wir denn da hin? Weiß nicht, zum Folgenende vielleicht. Oh Gott, war der Scheiße. Das war jetzt gerade, ja. Ich mal wieder, badums. Wir sind bei 21 jetzt. Und ja, dann Folgenende. Ja, wir sehen uns dann und beim nächsten Mal bei lustigen Themen, die uns spontan ausdenken. Oder auch genau. Nicht. Bis dann. Ciao.